Hey Leute, hier ist Saldemar zurück mit Halo Infinite Night. Weiter geht's. So, wir haben noch einen Trupp. Und den ich befreien will und einen Auftrag kill. Da müssen wir beide mit der Wasp hin. Wasp. Ja, was soll ich sagen? Also es ist schon schäbig. Das hätten sie auch besser machen können. Dann machen wir erstmal den weg. Boah, wehe, da ist jetzt einer, der mich... Wir steigen auf zum größten und höchsten Feld. Einem der wichtigsten Verbandenziele des UNSC. Sie ist berühmt als Flottenkommandantin, aber an Land nicht weniger tödlich. Passen Sie auf. Ach du Scheiße. Spin me. Oh, scheiße. Aber es ist klar, dass der Luftabwehr ist. Weil die wissen noch ganz genau, dass jetzt der Spieler mitten im Flieger kommt. Hast du geschützt? Weg damit. Scheiße, scheiße, scheiße. Geronimo! Nee, den gehe ich jetzt nicht nehmen. Ist immer noch intakt. Das Ding hält so viel aus, ne? So einer. Ach, das sind Frauen. Erledigen wir den Rest. Ich würde gerne ohne Anpeilen drauf schießen. Toll, super Schuss. Wäre erledigt. Ein schwerer Schlag für die taktische Überlegenheit der Verbanden im Raumkampf. Und wir haben viele UNSC-Besatzungen und Schiffe gerecht. Nicht schlecht für einen Tag. Das ist ja mal geil. Ich habe versucht, unser Datensatzproblem algorithmisch zu lösen. Ohne Erfolg. Es geht nicht anders. Wir müssen den Peilsender erreichen. So, dann jetzt noch den da. Ich hasse diese Karte. Diese ganzen Klippen und so. Sieht halt hübsch aus. Aber irgendwann geht's einem im Sack. Wir nähern uns dem letzten Peilsender.
Die haben ja mehrere Schiffe. Da ist ein Schiff. Ich bin schon gespannt, wie das hier ausgeht. Und da haben sie noch ein Schiff. Okay, Gefangene. Ich sehe schon. Empfange ein UNSC-Notsignal. Nicht weit von dieser Position. Trupp Starlight. Express. Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, guck mal, die gehen nämlich an EMGs, aber nicht die Menschen. Wow, das war zu weit. Das hätte ich nicht gedacht. Sie haben viele Leben gerettet. Die Marines schulden Ihnen etwas. So, dann jetzt zum letzten Panzer. Panzer oder Razor? Weil, egal, was ich nehme. Irgendwie ist immer genau das Gegenteil da, was ich erwarte. Verstanden. Fahrzeuglieferung ist unterwegs. Dann los. Du fährst, ich fahre. Also Multiplayer, Koop, schwerste Schwierigkeitsstufe. Und dann ist immer einer am Fliegen, der andere ist im Panzer und noch einer benutzt den Razor. Oder stell dich vor, alle haben den Razor und packen da Soldaten rein. Mach erst Pause, wenn alle Verwandten auf diesem Ring tot sind. Auf geht's. Gehen Sie voran, Sir. Bestätigt. Doch schon eine ganz schöne Strecke, ne? Halten die Stellung. Nichts kommt vorbei. Das ist halt das Coole, weil ne, man denkt so, warum haben die alle so schäbige Waffen, die Aliens und so? Aber erstens sind alle irgendwie... Na gut, das war im ersten Teil so, ne, dass die irgendwie unendlich Schuss haben. Aber die sind alle simpel, auf Massenproduktion ausgelegt. Simple, auch wenn gute Energiewaffen, leicht aufzufüllen Munition... Und die Fahrzeuge sind auch alle Einwegfahrzeuge. Bei den Marines ist es aber auch nicht anders, ja? Die sind ja auch irgendwie so auf Reinspringen, Schießen ausgelegt. Ich meine, wenn du, sagen wir mal, deine Armee muss so riesig sein, dann musst du ja irgendwo auf Klasse verzichten. Das sind ja eigentlich alle wie Kinderspielzeuge hier. Guck mal, hier sind nur nochmal drei, das ist auch nochmal praktisch, sehr gut. Ich glaube, das ist ein Jäger. Voll rein. Bam.
Seite. Ziele erledigt. Halte die Waffen weiter offen. Verstanden. Bin bereit. Sir? Ich meine, was soll mich denn da noch aufhalten? Siehst du es, Jäger? Ah, die hatten auch mal bessere Waffen. Halt! Ich registriere noch immer Gegner in diesem Gebiet. Versuchen wir das nicht nach der Schießerei, hä? Was für eine Schießerei? Ah, jetzt kommt noch. Ah, toll. Oh, das war knapp. Oh. Das haut rein. Wer will dich so machen? Luft rein. Oder auch Zeit für eine Atempause. Die waren völlig geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt passiert nicht, irgendwas. Dass ich daran gezweifelt hätte, nur ach gar nichts. Das letzte. Nein, nein, nein. Das ist eine Falle. Sie will herausfinden, was ich bin. Mich benutzen, um den Stillstand zu beenden. Die Spitzen starten. Meine Routine und die des Illuminaten. Nicht gut. Dann hören wir auf. Ein Part. Vorerst. Sie schafft es. Sie findet noch einen Weg. Dann haben wir keine Wahl. Ich bin bei dir. Red Flag. Ach, zum Löschen. Nichts passiert. Tut mir leid. Vielleicht werde ich ja verrückt. Oder paranoid. Haben Sie vorhin etwas gesagt? Vergessen Sie es. Okay. Löschprotokoll hat aktiviert. Gut, das war alles. Irgendwas ist los. Kehren wir zur Spitze zurück. Jetzt sollten wir die Schutzmaßnahmen umgehen können. Hallo? Guck mal, hier haben wir einen Trümmer, ne? Auch von vielen anderen. Warum nicht von den Transportraumschiffen? Okay. Ich meine, was wollen wir mehr? Alter, wir haben alles. Die Sachen aufsammeln ist jetzt nicht so wichtig. Dann los. Wir holen uns wieder ein Skorpion. Fachverbot, weil wir den Vorposten haben. Mal den Skorpion holen.
Passen Sie gut drauf auf, Chief. So, weg da, Leute. Weg, weg, weg. Platz machen. So. Was geben wir euch denn? Ist ein Cinder-Shot. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich könnte weinen. Noch ein Arkanstrahler. Eine ziemliche Verschlechterung. Aber hey, Sie sind der Spa. Die eignen sich nicht, das ist natürlich doof. Oh Mann, ich muss damit klarkommen. Haben Sie noch mehr von denen rumliegen? Okay, das war's noch nicht. Rückt vor! Augen offen halten. Sie könnten überall sein. Na gut, dann machen wir halt noch einen Raketenwerfer. Der hat einen Raketenwerfer. Tut mir so leid. Klar, das gehört dir. Ich überlege, ob ich auf flexible Ballermänner gehe. Sagen wir mal, wir gehen wieder auf den Hydra, der aber leider nicht special ist. Sehr schade, aber... Das heißt flexibel, aber halt. Bin am Geschütz. Ich übernehme das Geschütz. Da sind sie alle. Okay. Legen wir los. Oh, oh. Abschuss bestätigt, Chief. Achtung! Ihr macht das echt Spaß, was? Ja. Könnt ihr bitte nicht im Weg stehen? Verstecken ist zwecklos. Dankeschön. Sehr nett alles. Und los, los, los. Ach du Scheiße. Oh oh. Hasse sie. Dann lieber einen Unsichtbaren mit Schwert. Sollte es nicht zu laut sagen. Gehen Sie ruhig weiter, Sir.
Jetzt kommt Verstärkung. Siehste? Einer ist runtergefallen. Die kommen nicht hinterher, das ist sehr schade. Mehr davon, den ganzen Tag. Wir helfen Ihnen, Chief. Alles noch dran bei euch? Liegen lassen. Gefahr neutralisiert. Ich glaube, jetzt müssen wir darauf umschwenken, wenn wir jetzt reingehen, oder? Nein, scheiß drauf. Funktioniert. Natürlich. Ich hatte nie daran gezweifelt. Die Struktur unter dem Ring wird der Nexus genannt. Die Vorbotin? Sie ist hier. Gut. Stellen wir uns mal vor. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf in die Mission. Nexus. Wohin jetzt? Runter, schätze ich. Schätzen Sie? Ja, das ist alles neu. Frisch. Der Nexus ist scheinbar unter dem Schwerkraftlift zur Spitze. Wir müssen ihn finden. Schuss auf mich! Hält Warte mal. Was ist das denn für eine Tür? Ah, ist keine Tür. Munition. Nix Munition. So, also es ist auch schade, dass man hier keine mitnehmen kann. Mehr Verbannte? Warum sind sie hier? Zum Schutz der Vorbotin. Offenbar. Wird es klappen? Was denken Sie? Wenn Sie wüssten, was ich... Oh, ich verstehe. Sarkasmus. Sie sind lustig. Von unseren Befehlen laufen die Vorboten auf den Kreis zu schützen. Der war ziemlich... Ich weiß ja nicht, ob man das Elite nennen kann. Und noch keine Munition hier. Das ist schon ziemlich cool. Ups. Komm schon, keine Munition? Die wollen bestimmt, dass ich die Waffe wechsle, oder? Ich muss wechseln. Ich glaube, ich wechsle mal. Die Hydra würde ich gerne behalten, weil ich glaube nicht, dass ich die unten nochmal finde.
Ah! Es verschwindet, wenn ich droppe. Das ist echt blöd. Immerhin haben wir das noch. Was ist denn hier überall Munitionskisten? Überall! Meute versteckt sich! Ich jag! Greif von den Seiten an! Lauf die Niemals gelbe Waffen wegwerfen, ey. So eine dumme Idee. Die Reformation muss weitergehen. Durchmixen. Achtung. Ups. Der Menschen. Sehen Sie, das Hologramm. Es sieht wie die Spitze über uns aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ah. Die gibt's, glaube ich, seit Teil 2, ne? Halo 2. Sehen Sie, das Hologramm. Es sieht wie die Spitze über uns aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ach toll, jetzt haben wir die beiden... Hier gibt's wiederum keine Munition. Boah, hier sind 250. Wenn den anderen nur 80 reinpassen. Oder ich hab's nie lang genug aufgeladen.
Tiefblau ist das Laut. Keine Wolke befleckt diese Nacht. Was ist denn jetzt los? Kein Mond scheint trüb auf die Welt. Müssen wechseln, es war so nicht mehr. Wieso nicht mehr genug drin? So, jetzt habe ich's. Ich mich vor einem Krieger verstecken. Oh, hier ist Maria. Dagegen immun? Ist die Tür aufgegangen? Na toll. Immer noch keine Munition. Ah! Was ist denn jetzt los? Bring ich jetzt zwei Grunts um? Ach, Scheiße. Ach, Scheiße.
Nein, ich habe die Rüder ausgetauscht, das war's. Ah, guck mal, das können wir sogar aufladen. Ja, hinter die kommt man fast nie. Hat das schon endlich Munition drin? Dann kann man arbeiten. Hm, wie seltsam. Was jetzt? Runter. Ja! Juhu! Okay. Das macht Spaß. Wollen wir nochmal? Wohin jetzt? Ist nicht mehr weit. Sehen wir uns um. So rafft sich der endlose Raum der Nacht. Ich sehe in deinen Augen weit. Ui. Hm, das ist nicht gut. Wir müssen diese Schlucht überqueren. Oh nein, ich hasse die Dinger. Ja, gute Idee. Bringen Sie mich dorthin. Wetten, hier sind wieder Waffenregale überall. Okay, Gondel ist aktiviert. Ja, siehst du, immer so. Ja, wir haben hier so ein Waffenregal, das packen wir hin, bevor wir weiterziehen und so. Chief, Vorsicht! Wächter nähern sich! Ich warte einfach hier. Obwohl, irgendwann überhole ich die ja. Oh, dafür ist sie ganz gut. Wenn man trifft. Ich glaube, es kommen immer zwei neue, sobald ich zwei abknalle. Oder auch nicht.
der denn jetzt gemacht? Oh oh. Ach scheiße. Also für Halo ist das hier gerade ziemlich läppsch. Die Drohnen sind normalerweise noch saftiger hier. Da müssen wir lang. Der Nexus ist ganz in der Nähe. Hier lang. Creepy. Nicht drauf schießen. Aha. Großer Raum, Bosskampf. Sehen Sie sich das an. All die Spitzen. Komplett vernetzt. Sie warten darauf, etwas Größeres zu werden. So viel Potenzial. Herausragend. Es ist gefährlich. Natürlich. Ich schlage keine Planänderung vor. Aber Sie sehen es, oder? Ich sehe nur ein Problem. Das glaube ich nicht. Ein Teil von Ihnen muss die Größe dieser Leistung erkennen. Sie sind keine Maschine. So ungerührt können Sie nicht sein. Was ist nötig, damit Sie mir vertrauen? Ich? Erst die Spitze. Wenn Sie meinen. So. Wären Sie überrascht, wenn es nicht leicht wäre? Rhetorische Frage. Dieser Lift wurde deaktiviert, um uns aufzuhalten. Wir müssen ihn wieder betriebsfähig machen. Warte, lass mich raten. Es sind drei Dinger und in jedem muss ich irgendwas machen. Okay. Jo, ich muss drei Batterien finden. Alles klar, dann nächste Folge, liebe Leute. Haut rein.